Einsätze, bei denen ich schon sprachlos war, Part 2. Hallo, Sie haben uns angerufen. Was ist passiert? Hallo, schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Mein Vater hat so einen Dauerkatheter und der läuft irgendwie nicht mehr. Ich glaube, der ist verstopft, weil ich habe auch schon versucht reinzupusten und da tut sich gar nichts. Mal ganz kurz, also Ihr Vater hat einen urinalen Dauerkatheter und Sie haben was gemacht? Gepustet habe ich. Wo rein haben Sie gepustet? Naja, in den Schlauch vom Katheter, damit ich den entblocken kann. Manchmal funktioniert das. Klar, machen Sie sich keine Sorgen. Die Feuerwehr kommt jetzt und die brechen die Tür auf. Dann kommen wir zu Ihnen rein und können Ihnen helfen. So, da sind wir. Was ist passiert? Boah, das hat aber lange gedauert. Zum Glück ist mir nichts passiert. Ich kann jedenfalls nicht laufen. Könnten Sie vielleicht das Licht ausmachen? Hallo? Hallo, der Rettungsdienst. Ich komme runter. Okay. So, da bin ich. Also mein Hausarzt hat mir heute Morgen diese Einweisung hier gegeben. Der Koffer müsste mit und ja, da scheint ja genug Platz zu sein. Darf ich vorne sitzen oder muss ich nach hinten?